Large Binocular Telescope, Mount Graham, Arizona. Tag 1. Guten Abend, Tess. Wie steht's? Guten Abend, Jack. Ich richte gerade die Spiegel aus. Hey, du siehst erholt aus. Gut geschlafen? Wie ein Baby. Obwohl es tierisch heiß draußen ist. Schon komisch, was die Sonne gerade veranstaltet. Kaffee? Gerne. Die Sonne schleudert uns gerade einen Sturm nach den anderen um die Nase. Welcher Cluster ist heute dran? Die Plejaden sind heute mal wieder dran. Mal sehen, was uns die Sterne heute zu sagen haben. Ein bestimmtes Gebiet in dem Sternhaufen? Hier, dein Kaffee. Danke. Richte das Teleskop erstmal aus und dann tasten wir uns Stück für Stück durch. Ausrichten und tasten. Ah ja, Sir. Verdammt guter Kaffee. Warst du nun bei dem Geburtstag der Flanders? Der Flanders? Ich konnte mich erfolgreich drücken. Oh, das nenne ich mal Nachbarsfreundschaft. Ich bitte dich, wenn Gwendoline mit ihrem Punsch kommt, nehme ich freiwillig Reißaus. Ist ja so schlimm. Hast du schon einmal einen Misch aus Pflaumen, Mandarinen mit einem Hauch von Banane-Apfelmus gegessen? Klingt abartig lecker. Und genau so ist es auch. Und bei dir? Wie war das Treffen mit dem geheimnisvollen Mr. X? Einmal und nie wieder. Eine eingeschlafene Socke hat mehr Charakter. Ah, dabei klang es doch so gut. In der Theorie klingt alles gut. Ich hol mir noch einen Kaffee. Willst du auch noch einen? Tess? Warte mal. Da ist doch... Was gefunden? Bin mir nicht sicher. Ich zoome mal rein. Na gut. Kaffee, ich komme! Merkwürdig. Was ist das? Zum Glück hat die Natur Kaffee entwickelt. Ohne ihn wäre ich verloren. War das schon vorher da? Was hast du gefunden? Sieh mal. Dieser schwarze Fleck. Bildfehler? Das würde mich aber schwer wundern. Welche Koordinaten? Ich schaue mal im Archiv. Moment, ich schicke sie dir auf deine Seite. Oh Mann, du hast recht. Auf der alten Aufnahme ist dort kein schwarzer Fleck. Wollen wir jemandem Bescheid geben? Klar, das müssen wir unbedingt bestätigen lassen. Warte mal. Ich ruf mal Kyle an. Der wird Augen machen. Guten Morgen, Jack. Du weißt, wie spät es bei mir ist. Hey, Kyle. Klar, wir haben da vielleicht was gefunden. Würdest du das mal bitte bestätigen? Tess, schickst du ihm mal einen JPEG mit den Koordinaten? Schon dabei. Hi, Tess. Hey, Kyle. So, JPEG mit Koordinaten sind auf dem Weg. Wartet. Okay, ich hab's auf meinem Bildschirm. Und? Kleinen Augenblick noch. Hey, Kyle hier. Ich schicke euch gleich mal ein paar Koordinaten rüber. Könnt ihr die euer Teleskop ausrichten und die Sichtung bestätigen? Okay, ich warte. Er wartet. Wie wichtig. Ich hasse dieses Warten. Du hast Kaffee. Stimmt. Oh, lecker. Danke. Jack, Tess? Sind hier. Eure Sichtung bezüglich des Flecks wurde bestätigt. Yes! Tess, wir haben da was Neues gefunden. Wird es nach uns benannt? Immer mit der Ruhe. Zuerst analysieren wir das, was wir dort sehen. Dann sehen wir weiter. Teleskop Mount Graham, Arizona. Tag 2. Jack! Wow! Tess? Was ist? Komm her! Das musst du sehen! Bin schon da! Was ist? Der Fleck!
verdammt noch eins. Ist er? Ja, er ist größer. Größer? Aber wie? Keine Ahnung. Nach den Berechnungen ist er doppelt so groß wie gestern. Ich ruf Kyle an. Mach das. Jack? Kyle, wir haben gerade... Ich weiß, wir sehen das Gleiche. Der Fleck ist seit gestern um das Doppelte angewachsen. Was könnte das sein? Die Fachleute rätseln noch. Etwas, das in der Geschwindigkeit wächst und das in der Entfernung, haben wir noch nicht gesehen. Was wird jetzt passieren? Wir werden das Hubble und das James Webb darauf ansetzen und schauen, ob diese mehr erkennen können. Dann heißt es wohl... Warten. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Teleskop Mount Graham, Arizona. Tag 3. Jack? Ja? Ich habe die Aufnahmen von gestern und vorgestern mit den heutigen abgeglichen und... Und? Was? Siehst du, Jan, es ist nicht nur wieder größer geworden. Einige Sterne, die gestern verschwunden waren, sind nun wieder zu sehen. Das bedeutet nur eins. Da draußen bewegt sich etwas. Und es ist verdammt groß. Das ist geil. Kyle? Was habt ihr? Ihr habt es sicher schon selbst herausgefunden. Da draußen ist etwas in Bewegung. Stimmt. Die Weltraumteleskope konnten zwar nicht bestimmen, was es ist, doch sie konnten einen Kurs berechnen. Bitte sag es nicht. Irgendeine dichte, lichtabsorbierende Masse bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu. Und das direkt. Es passt sich der Bewegung der Erde perfekt an. Wir haben bereits die Regierung in Kenntnis darüber gesetzt. Was zum Teufel kommt da auf uns zu? Haben wir eine Zeit? 2 Monate. Völlig unmöglich! Die Plejaden sind 450 Millionen Lichtjahre entfernt. Jack, dieses Etwas kommt nicht direkt aus den Plejaden. Wo es herkommt, wissen wir nicht. Ihr habt es durch Zufall entdeckt. Was hat das alles zu bedeuten? Keine Ahnung. Wir werden uns bemühen, auf die Fragen Antworten zu bekommen. Uns bleibt erstmal nur abwarten. Arizona, Phoenix, einen Monat später. Oh, ist das heiß. Ist das richtig? Was meinst du? Sollten wir nicht im Observatorium sein? Tess, eine Auszeit- und Ruhepause hat noch niemandem geschadet. Wir können nicht immer nur arbeiten. Ich meine ja nur, man kann den Fleck mit bloßen Augen am Nachthimmel sehen. Er verdeckt den Großteil des Himmels. Alles wird gut. Das sagst du so einfach. Oh, wir sind doch gerade mal eine Stunde vom Observatorium weg. Kyle? Keine Zeit, hör zu. Wir haben uns verrechnet. Die schwarze Substanz dringt bereits in unser Sonnensystem ein. Neptun und Uranus sind bereits verschwunden. Mach, dass sie Schutz sucht. Schutz? Was denn? Jack? Hört auf zu reden. Wo seid ihr gerade? Phoenix, warum? Ich schicke dir einen Standpunkt auf die Karte. Dort befinden sich alte Regierungsbunker, die nirgends verzeichnet sind. Jeden Augenblick wird der Ausnahmezustand eingeleitet und dann gibt's eine Riesenpanik. Versucht auf dem Weg dahin, so viele Menschen zu motivieren, euch zu folgen. Nichts mehr sagen. Lauft! Lauft! Tess, komm! Aua! Reiß doch nicht so! Was hat Kyle gesagt? Ausnahmezustand! Die schwarze Masse dringt bereits in unser Sonnensystem! Was? Folgt mir! Ich habe einen Bunkerstandort! Folgt mir! Warum folgen nur so wenig? Panik! Einfach nur Panik! Kyle! Wir laufen zum Bunker! Uns folgen eine Handvoll Leute! Jupiter ist verschwunden! Eure Zeit läuft weg! Macht schon! Was ist mit dir? Macht euch um mich keine Sorgen! Es gibt einen Schutzraum in unserem Keller! Wie weit noch? Ich kann nicht mehr. Mehr Sport wäre besser gewesen. Warte. Komm. Du kannst mich doch nicht tragen. Keine Widerrede. Ich schaff das schon. Jack? Nicht jetzt. Du musst atmen. Jack! Was ist... Ich sehe die schwarze Masse. Sie kommt näher und näher. Der Mars wurde verschluckt. Los! Los! Ich sehe das Gebäude. Lass mich runter. Ich kann wieder laufen. Okay,
Hier rüber! Hier gibt es einen Bunker! Die laufen überall hin! Da kommen doch welche! Los, macht, dass ihr in den Bunker kommt! Da kommt es! Da kommt! Los jetzt! Rein! Finsternis! Lange Zeit war nicht klar, was eigentlich passiert war. Die wenigen Menschen, die mit in den Bunker geflohen waren, ließen sich durch Taz und Jack beruhigen. Sie drängten darauf, dass niemand den Bunker voreilig verließ. Ihnen war klar, dass Leute raus wollten, um nach ihren Angehörigen zu sehen. Doch sich es trauen, da rauszugehen, tat niemand. Vorerst. Taz und Jack rätselten. Sie hatten erwartet, irgendwas von der Regierung zu hören. Doch es tat sich nichts. Der Bunker war zwar sehr gut ausgestattet, doch es gab keine Verbindung nach draußen. Sie erfuhren hier rein gar nichts. Außer dass dieser Bunker sehr viel Platz bot und die Räume und Betten zu den jeweiligen Politikern und Staatsdienern zugeschrieben waren. Komischerweise nur diesen. Weder ihren Familien noch deren Angehörigen. Dieser Bunker sollte nur den Regierungsvertretern offen stehen. Doch weder der Bevölkerung noch ihren eigenen Familien. Sagenhaft. Alle verhielten sich ruhig, obwohl niemand etwas erfuhr. Der Bunker hatte zwar eine weitgehend intakte Stromverbindung von außerhalb, doch waren auch Generatoren und viel Treibstoff vorhanden, da er auch autark lief. Lebensmittel für Monate. Trotzdem wurde damit sparsam umgegangen. Man musste der permanenten Versuchung widerstehen, die Türen zum Bunker zu öffnen, um nachzusehen. Nach 3 Wochen hatte Jack das Sicherheitssystem des Bunkers geknackt und konnte endlich die Außenkameras einschalten. Doch er sah nichts. Rein gar nichts. Nur tiefe, tiefe Schwärze. Kein Sonnenlicht. Kein Umgebungslicht. Nichts. Die Frage, was dort draußen war, wurde erst 3 Monate später zum Teil beantwortet. Caroline und Pete, ein verheiratetes Paar, war bei dem Vorfall in der Stadt und ihre Kinder zu Hause. Sie konnten die Ungewissheit nicht länger ertragen und schlichen sich eines Nachts zu den massiven Bunkertoren. Jack hatte es versäumt, den Alarm der Tür einzuschalten. So wurde er erst wach, als er das laute mechanische Schließen der inneren Türen vernahm und zu den Kameras eilte. Und als sich die Außentüren öffneten, drang binnen Sekunden dicker, schwarzer Rauch in den Vorraum. Er sah, wie dieser in die Körper der beiden eindrang, schoss durch jede Körperöffnung. Die beiden hatten nicht einmal Zeit zu schreien. Jack schloss die Türen von seinem Platz aus und ließ das Gebläse anlaufen. Der schwarze Rauch wurde aus dem Vorraum gezogen. Doch von Caroline und Pete fehlte jede Spur. Sie waren weg. Er zeigte die Aufnahme den anderen und beschwor diese, nicht auf die Idee zu kommen, die Türen zu öffnen. Was auch immer da draußen die Erde in Dunkelheit hüllte, es war noch da. Sie mussten sich darauf einstellen, hier eine lange Zeit auszuharren. Sie hatten die Wahl, aufgeben oder das Beste aus dieser schlimmen Situation machen. Da die Vorräte trotz Rationierungen nicht ewig reichen würde, war klar. In den hinteren Bereichen des Bunkers wurden die Räume geleert
und man begann damit, per Hydrokultur Gemüse anzupflanzen. Fehlendes Tageslicht war natürlich ein Problem. Nicht nur für die Pflanzen, auch für die Menschen hier im Bunker. Zum Glück war der Bunker militärisch gut ausgestattet. Dazu gehörten auch UV-Lampen. Modernste LED-Leuchten, die ein gutes Farbspektrum lieferten. Sie würden zwar nicht jedes Gemüse dazu zu bekommen, hier zu wachsen, doch Pilze wuchsen gerne an etwas dunkleren und feuchten Orten. Die Vitamin-D-Unterversorgung war damit auch ein wenig entgegenzuwirken. Pilze waren hervorragende Lieferanten für dieses. Und die Krankenstation hatte genug Medikamente und Pharmazeutisches, um den anderen Mangelerscheinungen gut entgegenzutreten. Man verzichtete darauf, nachts das Licht gänzlich zu löschen. Die massive Finsternis ging allen aufs Gemüt. Sie steckten nun fast ein Jahr in diesem Bunker fest. Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Antriebslosigkeit. Viele sahen keinen Sinn mehr darin, hier weiter zu verweilen. Auch Jack hatte hier und da mal den Gedanken, die Türen zu öffnen und den schwarzen Rauch hereinzulassen. Doch da war noch Tess. Sie waren sich in den Monaten näher gekommen. Und sie war ihm eine starke Stütze. Aufgeben stand bei ihr nicht auf dem Plan. Und als weitere 3 Monate später die Lage eskalieren wollte, die Hälfte der Menschen sich dazu entschlossen hatten, den Bunker zu verlassen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, klopfte es plötzlich an den massiven Toren. Jack konnte durch die Kameras sehr schwach ein Licht sehen. Er wusste, der Rauch konnte hier nicht rein, auch wenn die Außentüren geöffnet waren. Es klopfte immer und immer wieder. Da musste jemand sein. Einige der Leute waren mit Waffen geschult und somit wurden welche ausgegeben und Jack öffnete die dicke Außentür. Er konnte nicht glauben, was er dort sah. Soldaten in voller Montur, ABC-Ausrüstung. Und sie hatten überall grell helle Leuchten an ihren Kampfanzügen. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Es waren ca. 20 Soldaten. Nachdem niemand mehr von draußen hineinkam, schloss er die Türen und ließ den Rauch, der es schwer hatte, gegen das Licht wieder nach draußen ab. Die Innentüren wurden geöffnet. Die Soldaten kamen hinein und Jack war mehr als überrascht und verdammt glücklich darüber, dass einer der Soldaten Kyle war. Sie fielen sich in die Arme. Jeder umarmte jeden. Tränen flossen. Obwohl sich der Großteil gar nicht kannte. Das war egal. Das bedeutete, dass dort draußen noch immer Menschen waren. Nachdem sich alle wieder gefasst hatten, erzählte Kyle, was sie bisher herausgefunden hatten. Und das war nicht so viel, so wie sich Jack erhofft hatte. Sie hatten versucht, den Rauch zu erforschen, kamen zu keinem Ergebnis. Hatten versucht, ihn zu beseitigen, zu bekämpfen. Doch wie soll man Rauch bekämpfen? Er berichtete, dass selbst eine Zarbombe, die größte atomare Waffe, den Rauch nur im Zentrum der Explosion für ein paar Minuten befreien konnte. Doch dieser sich danach schlagartig wieder schloss. Doch, dass sie hierher kamen, bewies, dass sie nach draußen gehen konnten. Das war eine gute Information, denn die Vorräte, Diesel für die Generatoren, die immer mehr zugeschaltet werden mussten, da nach und nach die Netzversorgung zusammenbrach, musste irgendwie wieder aufgefüllt werden. Expeditionen wurden zusammengestellt, um in der umliegenden Umgebung nach Vorräten und gegebenenfalls nach Überlebenden zu suchen. Um nicht in der Finsternis abhanden zu kommen, wurden die Leute mit Seilen zusammengehalten und wie es in der Arktis oder Antarktis schon üblich ist, Laufwege erstellt. Lange Seilwege. Jedes Mal, wenn man sich von den Seilwegen entfernen musste, um in ein Gebäude oder ähnliches zu gehen, hakte man sich in die Führungsleine ein und fand den Weg wieder zurück.
ein Leben in Dunkelheit und einer nie enden wollenden Nacht begann. Drei Jahre später. Guten Morgen alle zusammen. Ich bin Colin und bin heute, so wie jeden Tag, Ihre Stimme des guten Geschmacks. Das Nachtlicht wird in 5 Minuten ausgeschaltet. Gruppe E ist heute mit der ärztlichen Untersuchung dran. Die Expedition beginnt um 0900. Müssen wir schon aufstehen? Ich muss aufstehen. Du kannst noch etwas liegen bleiben. Dann werde ich genau das tun. Schlaf ruhig weiter. Ich werde dann mal. Wag es ja nicht, ohne einen Kuss dieses Bett zu verlassen. Ihr Befehl ist mein Wunsch. Danke für den Kuss. Sie sind entlassen, Soldat. Jawohl, Ma'am. Madam, ich bin doch keine harte Schachtel. Bis später. Bis später. Nachtlicht wird ausgeschaltet. Na, dann werde ich mal zum Onkel Doktor gehen. Kevin? Hey, Jack. Ich werde nochmal die Prioritätenliste prüfen, damit ihr wisst, was bei eurer Expedition Vorrang hat. Alles klar. Ich war schon beim Arzt. Alles gut soweit. Sehr gut. Bin gerade auf dem Weg dahin. Dann bis später. Bis später. Guten Morgen, Mitchell. Ah, Jack. Komm rein. Setz dich schon mal hin. Bin sofort bei dir. Mach dich schon mal frei. Sagst du das zu jedem? Wir hatten noch nicht einmal ein Date. Wo ist denn nur? Ah, hier, mein Stethoskop. Klar sage ich das zu jedem. Ich komme immer gleich zur Sache. Und jetzt halt still. Jawohl, mein Herr und Gebieter. Tief einatmen. Und wieder ausatmen. Huste mal. Klingt alles soweit gut. Stillhalten. Ich taste jetzt deinen Hals ab. Wie sieht eigentlich die gesamte gesundheitliche Situation hier aus? Mangelhaft. Mangelerscheinungen über Mangelerscheinungen. Gibt es etwas, was hier besonders benötigt wird? Oh, es gibt eine Menge. Doch am wichtigsten wären Antibiotika, Schmerzmittel und Verbandsmaterial. Das alte Zeug trocknet langsam aus und ist bald nicht mehr zu gebrauchen. Die Medikamente? Die Bandagen. Klar, logisch. Kein Ding. Du hast genauso viele Mangelerscheinungen wie wir alle. Magnesiummangel, Vitaminmangel. Isst du deine Ration? Natürlich. Warum sollte ich das nicht tun? Ich kenn dich doch, Jack. Wenn du jemanden vor Hunger umfallen siehst, du bist der typische Verzichtstyp. Was bin ich? Das würde mir das nie verzeihen, wenn ich noch weiter abmagere. Wir haben hier stark mit Albinismus zu kämpfen durch die fehlende Sonne. Das bisschen Vitamin D, was die Pilzkulturen liefern, reicht nun mal nicht für alle. Also für eine permanente Versorgung. Ich hab zwar nicht mehr viel, aber du bekommst noch eine Vitaminspritze. Mitchell! Wen willst du denn damit erstechen? Die kleinen Kanülen sind leider ausgegangen. Sorry. Oh Mann. Wenn du mich schon halbnackig machst, ne? Dann hau mir das Ding so richtig schön rein, okay? Du weißt, wo diese Art von Spritze hinkommt? Vergiss das mit den halbnackig. Sorry. Das sticht jetzt etwas mehr als sonst. Au! Ist das eine Pferdespritze? Jetzt weißt du zumindest, dass es nicht schaden kann, wenn nach neuen Spritzbestecken Ausschau gehalten wird. Ach, mein armer, kaum noch vorhandener Hintern, ey. Ich werd's notieren. Sie sollen außerdem nach Ballaststoff und kalorienreicher Nahrung Ausschau halten. Wir leiden hier alle an permanenter Unterernährung. Alles klar. Wir sehen uns. Der nächste, bitte. Wenn es eh gerade auf dem Weg liegt, kann ich doch gleich mal zu den Generatoren gehen. Mal sehen, ob da was benötigt wird.
Coop? Coop! Und das war's dann wohl. Jack, guten Morgen. Guten Morgen. Wie läuft's hier unten? Ach, könnte besser sein. Könnte auch schlechter sein. Generator 1 und 3 sind reparaturbedürftig. 2 ist, wie man sieht, total im Eimer. 4 und 5 laufen noch tadellos. Die halten das Ganze hier mehr oder weniger stabil am Laufen. Ich habe die Liste noch nicht abgegeben. Was brauchst du noch? Also, Whisky, wenn du hast. Die Frage sollte wohl eher lauten, was brauche ich nicht? Aha. Also, was ist? Eigentlich so ziemlich alles, was ihr da draußen in die Finger kriegen könnt. Keilriemen, Steuerkette, Ritzel, Silberbesteck, Käsekuchen, Kastenbier. Da das Dieselgeneratoren sind, unbedingt Dieselkerzen. Ich reinige die Kerzen zwar so gut es geht, doch einige sind total hinüber. Die zerstäuben einfach gar nichts mehr. Egal, was für Marken? Total egal. Ich mach das schon irgendwie passend. Draußen stehen genug Autos rum, die niemand mehr braucht. Dort kann ausgeschlachtet werden, was ich auch immer benötige. Wie sieht's mit dem Treibstoff aus? Könnte nicht schaden, doch es wäre viel zu viel für die Mission. Treibstoff muss aber bei der nächsten Expedition ganz oben auf die Liste. Wenn ich 1 und 3 wieder voll zum Laufen gebracht habe, sinkt doch unser Verbrauch, da die Generatoren sich die Leistungsabgabe teilen. Okay, ist auf der Liste. Ja, alles klar. Ich muss dann auch weitermachen. Alles klar, Coop. Halt die Ohren steif. Ich werde nicht nur die Ohren steif halten. Alles klar. Du sagst es. Zeit fürs Frühstück. Auf zur Kantine. Zum leckeren Pilz-Mais-Ragout. Yummy! Mineralien. Richtig. Mineralien sind wichtig. Nicht zu vergessen, Ballaststoffe. Ballaststoffe, korrekt. Doch Kohlenhydrate sind ebenfalls wichtig. Stimme Ihnen zu, Professor. Und Vitamine. Vitamine und Proteine. Vorbildlich, Herr Kollege. Doch wir sollten Medikamente nicht vernachlässigen. Stimmt. Antibiotika und Schmerzmittel. Opiate wären vielleicht auch zu gebrauchen. Man könnte aus Kokain ein starkes Schmerzmittel herstellen. Ich denke, das wäre zu viel des Guten. Bleiben wir doch auf dem Boden der Tatsachen und beschränken uns auf das Mögliche. Verstehe. Entschuldigung, werter Kollege. Die Frage ist nach wie vor, was hat es mit diesem schwarzen Nebel auf sich? Auf diese Frage haben wir noch immer keine Antwort. Behalte ich mich an Shakespeare. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich eure Schulweisheiten nichts träumen lassen. Vortrefflich, Herr Kollege. Sie mögen Shakespeare? Als Akademiker ist es eine Berufung, den weisen Worten dieses einst so klugen Mannes zu lauschen. Sie sagen es. Jack, mögen Sie auch Shakespeare? Klar, warum nicht? In Terminator hat er eine ziemlich gute Figur gemacht. Mich dünkt, Jack beliebe zu scherzen. Ganz Ihrer Meinung. Und da ist mein Teller auch schon leer. Ich muss weiter. Meinen Sie nicht auch, dass unser guter Jack ziemlich blass aussieht? In der Tat. Beta-Carotin. Richtig. Wir sollten viel mehr Beta-Carotin zu uns nehmen. Meine Güte. Das geht seit Monaten so. Tag ein, Tag aus. Ich glaube, die beiden waren mal in einem Debattierclub. Max? Max! Hi, Jack. Brauchst du was? Das wollte ich dich gerade fragen. Kevins Expedition geht bald los. Es ist noch etwas Platz auf meiner Liste. Fällt dir irgendetwas Wichtiges ein, was du hier unten brauchen könntest? Nun, wie du siehst, wachsen die Pilze sehr gut hier unten. Doch, schau mal. Der Mais. Ach, verdammt. Sag mir nicht. Leider ja. Er ist krank. Oder hat einen Mangel. Mais wächst doch eigentlich überall. Das ist eine der widerstandsfähigsten Pflanzen, die ich kenne. Die permanente Abwesenheit von natürlichem Sonnenlicht macht auch Mais zu schaffen. Mist. Können wir etwas unternehmen? Keine Ahnung. Mein Studium als Botanikerin war nicht abgeschlossen, als das passiert ist, was passiert ist. Ich weiß. Tut mir leid. Muss es nicht. Wäre ich dir damals nicht hinterhergeeilt, als du gerufen hattest, wäre mein nicht beendetes Studium wohl das kleinste meiner Probleme. Ich bin ja schon begeistert um den Zustand, dass ich es geschafft habe, Mais in einer Hydrokultur zu pflanzen. Und
Das ging bis jetzt auch gut. Fällt dir irgendetwas ein? Vielleicht etwas Erde oder Dünger? Möglich, dass unsere Ausscheidung, die ich als Dünger verwende, ihm nun zu schaffen macht. Plus fehlender Sonne selbstverständlich. Okay, ich schreib's auf die Liste. Wir sollten auch bald etwas anderes zu essen bekommen. Mais und Pilze sind auf Dauer nun nicht gerade die optimale und ausgeglichene Ernährung. Sie werden mitbringen, was sie finden können. Wir müssen von Mal zu Mal immer weiter raus in den schwarzen Nebel. Oder Rauch. Was da draußen auch immer ist. Konserven. Was noch genießbar war, haben wir bereits alles abgefarmt. Ich werde weiter versuchen, den Mais zu retten. Alles klar. Das Expeditionsteam ist auf dem Weg in die Umkleidekabine. Die Verantwortlichen bitte in die Zentrale. Die Pflicht ruft. Lass dich nicht aufhalten. Kevin? Mein Team ist gleich bereit, loszumarschieren. Gut. Hier. Die Liste mit den Dingen, nach denen ihr ausschreiten müsst. Das ist aber eine Menge, Jack. Ich weiß. Ich habe hinter die richtig wichtigen Dingen das übliche P für Priorität geschrieben. Coop braucht unbedingt Ersatzteile für die Generatoren. Ohne die sind wir völlig aufgeflogen. Schon klar. Ohne Strom läuft die Lüftung nicht. Ohne Lüftung dringt der Rauch in die Anlage. Und außerdem gehen wir dann alle wegen einer Kohlendioxidvergiftung hops. Kurz und knackig. Stimmt. Ich setze einen meiner Begleiter auf die Ersatzteile an. Prima. Schau mal auf die Karte. Wir haben sämtliche Apotheken hier in diesem Umkreis abgefrühstückt. Aber hier hinten ist noch eine. Die ist sehr weit außerhalb der Zone, die wir bereits mit Leinen und Seilen als Führung gesichert haben. Ihr werdet noch weitere Seile mitnehmen und euch unterwegs mit improvisierten Seilen aushelfen müssen. Wir müssen weiter raus. Verlass dich auf uns. Wir schaffen das schon. Hals und Beinbruch. Colin? Kyle? Morgen, Jack. Hey, Jack. Kevin hat die Liste und weiß nun auch, dass er weiter raus muss. Wie hat er es aufgenommen? Bestimmt nicht mit Luftsprüngen. Er weiß, was davon abhängt. Es war klar, dass wir immer weiter vordringen müssen. Alles wird knapp. Richtig. Und jetzt wird auch noch der Mais krank. Was? Sag bloß nicht, er wird jetzt eingehen. Keine Sorge. Max hat einen grünen Daumen. Sie holt aus dem Mais raus, was geht. Wir müssen uns nur darauf einstellen, dass wir bald nur noch Pilze essen und vielleicht Konserven, falls Kevin welche findet. Keine guten Neuigkeiten, Jack. Es ist der momentane Zustand. Achtung an alle in der Bunkerschleuse. Alle verlassen nun unverzüglich das Gebiet. Bunkertüren werden geöffnet. Ich weiß, das Thema ist nun nicht alt. Doch ich frage mich immer und immer und immer wieder, wo die Menschen hin sind, die es nicht in eine Einrichtung wie diese geschafft haben. Das würde ich auch zu gerne wissen. Schon seltsam, dass wir bei unseren Erkundungen auf keinerlei Leichen gestoßen sind. Das bereitet mir auch Kopfzerbrechen. Diese verdammte Ratlosigkeit. Wir haben in den letzten 3 Jahren nichts, aber auch rein gar nichts herausgefunden. Ich hasse die Unwissenheit. Nicht nur du, Kyle. Guten Morgen, Tess. Hey, Schatz. Hast du doch mal einschlafen können? Ich war innerhalb von Minuten wieder völlig weg. Expeditionsteam, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten, doch ohne Beine... Naja, ihr sollt ja nicht erst in einem Jahr wiederkommen. Danke, Colin. Soll ich nach einem neuen Rollstuhl Ausschau halten? Und Cooper um seine Arbeit bringen? Du weißt, wie gerne er tüftelt. Er hat den neuen schon fast fertig. Na dann, auf geht's. Öffne die Tür. Viel Glück, Kevin. Danke, Tess. Bunkertüren öffnen. Und da gehen sie. Sieh nur. Wie schnell der Rauch in die Schleuse strömt. Als ob er nach ihnen greifen will. Wir haben das schon bestimmt 100 Mal gesehen, doch... Verstehen kann das keiner von uns. Mach mal Platz. Ey, nehmt euch ein Zimmer. Wir haben ein Zimmer.
Wenn ihr hier mehr Stühle hättet, müsste ich nicht immer auf seinem Schoß sitzen. Stühle sind uns ausgegangen. Hier ist doch sowieso nicht wirklich viel Platz für viele Menschen. Entschuldigt, kann ich euch mal stören? Hank, was gibt's? Ihr müsst euch da mal was ansehen. Tess, kann ich deinen Mann mal eben entführen? Ich bringe ihn auch in einem Stück zurück. Wehe, wenn nicht. Keine Sorge. Kyle, kommst du auch? Klar, hab gerade nichts zu tun. Was ist denn los? Ihr seht es, wenn wir da sind. Ist es schlimm? Es ist besorgniserregend, aber nicht brandgefährlich. Hank, wolltest du was? Hey, Coop. Ja, ich brauch dich kurz. Ich mach mir langsam Sorgen. Hier, ins Lager. Was gibt's hier? Lagerkoller? Witzbold. Naja, du weißt doch, mit Humor lassen sich viele Schwierigkeiten von Anfang an im Keim ersticken. Weiser Rat meines alten Hundes. Oder Herrn. Oder vom Trabi, ich weiß es nicht. Hier, seht mal. Die Wand. Scheiße. Risse. Das ist gar nicht gut. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Wie tief sind denn die Risse? Das ist eine gute Frage. Ich bin in den Installationsschächten umhergekrochen. Die ziehen sich durch den kompletten Komplex. Soll das heißen, dass wir hier nicht mehr sicher sind? Ich bin Statiker. Und so wie der Beton aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Es ist so, als würde etwas auf dem Beton Druck ausüben. Also ich frage mich echt, was so ein Druck ausüben könnte. Dieser Bunker wurde so gebaut, dass er sogar mehrere Atomschläge aushält. Große Frage, kleine Lümmelmänner. Können wir das tun? Alles, was mir einfällt, können wir nicht realisieren. Wir haben weder die Maschinen noch die benötigten Baumaterialien. Fällt dir etwas ein, Coop? Was fragst du mich? Ich bin Maschinenschlosser. Gib mir ein Lenkrad und 4 Räder und ich baue dir ein Auto drumrum. Aber ansonsten... Ich dachte nur, wegen deiner Zeit auf dem Bau, dass du da irgendeinen alten Trick auf Lager hast oder so. Ach, das ist doch schon ewig her. Wir haben dort auch keine sprühenden Betonwände wieder fit gemacht, sondern eingerissen. Sorry. Hierfür habe ich überhaupt keine Lösung parat. Ach, Mist. Dann bleibt nur der Exodus. Was? Mit all den Leuten im Rauch umhören? Das wird doch nie was. Hast du eine andere Idee? Wir haben doch keine Ahnung, wie lange die Wände durchhalten. Ich weiß auch nicht, wie lange sich diese Risse schon bilden. In den Schächten lösen sich bereits Brocken. Euch ist schon bewusst, dass wir nicht annähernd genug Schutzmaterial haben, oder? Sollen sich einige vollgepisste Stoffbandagen vor die Nase halten? Bisher hat nur die ABC-Ausrüstung genug Widerstand gegen den Rauch geboten. Wie sollen wir da einen Exodus organisieren? Kleinere Gruppen? Wunschdenken. Du weißt so gut wie ich, dass es bei dieser Aktion Verluste geben wird. Also ich denke, er hat recht. Aber nehmen wir nur mal an, wir machen das so. Mit den kleinen Gruppen meine ich. Wohin sollen wir gehen? Also ich wüsste jetzt nicht, wo sich der nächste Bunker befindet. Ich weiß. Mir fällt da auch nichts ein. Wir sollten erstmal Stillschweigen bewahren. Eine ausgewachsene Panik können wir uns nicht leisten. Ja, da hast du echt recht. Also mit Panik können wir uns wirklich nicht leisten. Dem stimme ich dann erstmal wohl zu. Wie sieht's mit euch aus? Bin auch dafür. Dann bleibt das erstmal unter uns. Schöner Käse. Und hier, könnte die Tiefgarage in der Gegend nicht einen guten Schutz für alle bieten? Schatz, eine Tiefgarage ist kein Bunker. Ich glaube nicht, dass der schwarze Nebel dort eine Ausnahme gemacht hat. Und wenn wir in den Häusern, die unterkellert sind, den Nebel rauspusten und dort Menschen unterbringen? Die Keller werden zumindest schneller und besser dicht zu machen als eine Tiefgarage. Doch, wie wollen wir dort den Nebel, wie du sagtest, hinauspusten? Starke Ventilatoren, die wir natürlich auch erst finden müssten. Das ist doch alles ein einziges Debakel. Entspann dich. Der Bunker wird uns nicht gleich heute auf den Kopf fallen. Fällt mir ziemlich schwer, entspannt zu bleiben. Oh, ich wüsste, was dich entspannen würde. Willst du das letzte bisschen Energie und Leben aus mir ausquetschen? Vertrau nur meinen magischen Händen. Das ist gut. Und jetzt noch ein bisschen. Achtung, Achtung. Jack, Kyle,
Kommt sofort in die Zentrale. Schnell. Sorry, Schatz. Da verkriecht er sich wieder. No. Wir holen das nach. Okay? Und wehe, wenn nicht. Achtung, Achtung. Jack, Kyle, kommt schnell in die Zentrale. Ist ja gut. Ich komme ja. Colin, was ist los? Das wollte ich auch gerade fragen. Kevin ist wieder da, doch ich sehe nur ihn. Lass mal sehen. Meine Beine sind zwar weg, doch meine Augen sind umso besser. Das war keine Beleidigung? Schon gut. Tatsächlich. Ich sehe in der Schwärze nur eine Person. Was sollen wir machen? Es muss was passiert sein. Lass ihn doch endlich rein. Ich gehe runter zur Schleuse. Öffne Außentore. Mach schon. Zieh Rauch ab. Verdammt, das ist wirklich nur Kevin. Rauch entfernt. Öffne Schleuse. Kevin, was ist passiert? Jack! Jack! Wir werden... Mist! Lass mich diese Maske! Oh nein! Jack! Wir werden alle erlöst! Scheiße! Seine Maske hat einen Riss! Alle raus aus der Schleuse! Jack! Hindere dich nicht! Wir werden alle gerettet! Bleib weg, Kevin! Kyle, mach die Luke zu! Der Rauch, er strömt aus Kevin raus! Ihr braucht keine Angst zu haben! Es geht ganz schnell! Weg hier! Tess! Tess! Jack! Was ist los? Der Rauch, er strömt nur so aus Kevin heraus! Er verteilt sich bereits im Bunker! Nimm deine Maske! Wir müssen hier weg! Hier! Setz sie auf! Mach schon! Bin ja schon fertig. Wir müssen zur Zentrale. Kyle und Colin sind doch da oben. Jack! Hilf mir! Tut mir leid, Hank. Zu spät. Er löst sich komplett auf. Weiter! Grob! Grob! Verdammt! Er löst sich bereits auf. Colin, setz deine Maske auf und mach die Tür auf. Wir müssen hier weg. Wo ist Kyle? Ist er euch nicht entgegengekommen? Nein. Los, mach schon. Ich gehe nirgendwo hin. Colin, jetzt mach keine dummen Heldensprüche. Ich würde euch nur im Weg stehen oder eher kauern. Colin! Colin, der Rauch kommt durch die Lüftung. Los! Ich öffne die Schleuse und die Bunkertür. Mach, dass ihr wegkommt. Colin! Nein! Er löst sich auf! Komm schon! Wir müssen hier weg! Tut mir leid! Los weg hier! Lauf, Jack! Lauf! Der Rauch ist überall! Ich kann kaum noch was sehen! Hier geht's raus! Jack! Wo bist du? Hier! Gleich hinter dir! Verdammt!
ist ja wie in einem Backofen. Check! Die Sonne! Sie ist rot. Knall. Rot. Die Sonne wird zu einem roten Riesen. Wir müssen weg. Wir... Keine Chance. Dem entkommen wir nicht. Haben wir das Ganze 3 Jahre lang in diesem Bunker überstanden, nur um jetzt von der Sonne verbrannt zu werden? Komm her. Das ist nicht fair. Verzeih mir. Wir hätten uns in Rauch überlassen sollen. Stattdessen habe ich uns diesem Schicksal ausgeliefert. Jack, es wird so heiß. Ich spüre, wie ich brenne. Tut mir leid, Liebling. Ich... Komm. Wo bin ich? Wo ist mein Körper? Was? Meine Augen? Ich kann sehen und auch nicht sehen. Ich schmecke Farben. Höre alles nicht Hörbare. Spreche ohne eine Stimme. Wo bin ich? Beruhige dich, kleine Entität. Herr Sprecher, wo bist du? Wir haben euch aufgenommen. Und mit auf die Reise genommen. Wir? Wer seid ihr? Wir sind der Wächter. Euer Stern hat uns um Hilfe gerufen. Und wir sind gekommen, um euch mitzunehmen. Um Hilfe gerufen? Ich verstehe nicht. Wir sind eins und viele zusammen. Geschaffen, um zu schützen und zu bewahren. Euer Stern hat gerufen. Doch ihr konntet diesen Ruf nicht vernehmen. Es rief uns und wir kamen, um zu bewahren. Ihr wart dieser schwarze Rauch. Eure Existenz wurde geschaffen in einem Körper aus Fleisch und Blut. Sterblich, um das Leben schätzen zu lernen. Wenn ihr eure sterbliche Hülle verlasst, kommt ihr zu uns zurück in den ewigen Kreislauf des Unendlichen. Ihr konnt nicht alle retten. Die Zeit war nicht ausreichend. Wir haben in euer System so lange verharrt, wie es ging. Haben den Stern im Zaum gehalten. Doch alles hat seinen Kreislauf. Geburt und Wiedergeburt. Wir sind die Summe aller, die wir sind und wieder sein werden. Ich verstehe es nicht. Du wirst es verstehen, wenn du dich erinnerst. Den ersten Funken, das Licht brachte. Ein Licht? Ich erinnere mich. Mit befreitem Geist kommt unendliches Wissen. Warum sind wir Bewahrer? Weil alles in dieser tiefen Schärfe der Finsternis und ewigen Licht kostbar ist. Kostbar? Ich reise in die Ewigkeit, treiben zwischen Zeit und Raum. Wir sehen Welten erblühen, Planeten sterben, Sonnen erwachen und zu gigantischen blauen oder roten Riesen vergehen, um sich für einen neuen Zyklus vorzubereiten. Wir reisen zu unseren Brüdern und Schwestern. Familien, die darauf warten, bewahrt zu werden. Wir sind ewig. Wir treiben fort in die unendliche Finsternis des Lebens und der Hoffnung eines neuen Morgens in der Tiefe der Gefühle und der weit fühlenden Liebe, die alles im Universum verbindet. Wir hören einen weiteren Hilferuf eines Sternes in seinem Zyklus. Wir werden bewahren. Werden helfen. In tiefer
Liebe. 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 Liebe.